Hier ist Ronja und die Easy und ich spielen heute wieder Brookhaven, weil ihr euch das alle gewünscht habt und wir natürlich ja auf eure Wünsche hören, weil wir so nette Menschen sind. Wir haben neuen Merch. Hier ist zum Beispiel eins der beiden Designs. Das andere ist dieses super süße Osterdesign. Das gibt es nur limitiert, also bis einschließlich Ostern könnt ihr das bestellen. Wenn ihr schnell seid, ergattert ihr noch eins, bevor es zu spät ist. Und ansonsten, das hier bleibt jetzt immer in der Kollektion drin. Ich habe einen neuen Merch-Anbieter, ist ganz oben. Der erste Link in der Infobox und hier oben nochmal die URL eingeblendet. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schaut da gerne vorbei. Okay, wir haben hier kleine... Oh, du hast ein schwarzes Pferd. Yeah, ein Einhorn habe ich. Guck mal, das ist ein Einhorn. Das ist sein Ohr, oder? Ich glaube, das sind nur keine Hörchen. Nein, ich glaube, kein Einhorn. Okay, ich warte mit meinem Pferd mal auf den Bus, mal gucken, wann er ankommt. Hallo, bitte Bus. Nein, ich habe mir gedacht, wir könnten heute eine Bank ausrauben. Weil. Was? Oder ein Wohnhaus überfallen. Schon wieder. Was heißt schon wieder? Wir haben noch kein Wohnhaus überfallen. Wirklich? Bankalarm! Nein, die Bank wurde gerade ausgeraubt. Die Bank wurde gerade ausgeraubt. Okay, nevermind, dann guck sind mal. Wir die Retter, ja? Der Bank, der Typ, der im Rollstuhl ist. Ich nehme den jetzt fest. Ja, same. Aber der ist schneller als mein Pferd, das gibt's doch gar nicht. Nee. Guck, wir haben den. Ich hab den. Hier. Okay. Ich kann ihn nicht festnehmen. Bank gib dich, ergib dich. Ergib dich. Hallo. Ah, wir haben es gesehen. Der denkt jetzt, er kann malen. Ja, er malt ja wohl jetzt auch. Ja gut, dann lass jetzt selber die Bank. Ja, gut, dann ist jetzt die Bank ausgeraubt. Kann man wohl nichts machen. Es ist wohl unmöglich, da irgendwas zu tun. Wir können die Schule als Lehrer oder als Schüler. Siehst du das? Wow. Was willst du sein? Willst du Lehrer oder Schüler sein? Ich bin Teacher. Ja? Ja. Denke ich Schüler. Okay, ja, jetzt komm. Du bist zu spät. Es ist 1.30 Uhr nachts. Okay, ich kann da nichts drauf antworten. Wo bin ich zu spät? Ja, genau. Biologie-Class beginnt jetzt. Du weißt, ich bin quasi Ärztin. Ja, das weiß ich. Bitte einmal hinsetzen, jetzt geht's los, okay? Okay, ich hol mein Biobuch raus. So, und jetzt lies mal bitte Absatz 1 vor auf Seite 84. Okay. Die Mitochondrie ist das Krafthaus der Zelle. Habe ich gelesen. Was kriegst du nur eins für? At first you don't succeed, call it version 1. Das verstehe ich nicht. Kann ich dir auch nicht sagen, das verstehe ich einen Witz, aber der kommt nicht rüber. Guck mal, hier ist das Auditorium. Und dann haben wir noch das Obermackerbüro hier. Oder guck darf mal, ich aber nicht rein? Principal, kommst du nicht rein? Doch, aber eigentlich darf ich nicht, oder? War das nicht bei euch auch so, dass ihr so ein Lehrerzimmer hattet und ihr durftet da nicht rein? Und dann, keine Ahnung, bei uns war das quasi wie so eine unsichtbare Mauer vor diesem Lehrerzimmer gefühlt, weil du einfach Angst hattest, da auch mal einen Fuß reinzusetzen, ja, um dann erwischt zu werden. Und ich weiß bis heute nicht, wie es im Lehrerzimmer aussieht. Dabei doch, ist es so ich spannend, schon, weil ich später mal durchgelaufen bin. Wow! Aha! Wie so ein geheimer Bereich irgendwie, so ein Club, weißt du, wo du nicht rein kannst. Ja, das ist, so hat sich's angefühlt. Schon spannend. Hey, like! Are on. Light? Was macht dieses Stage Light? Ah, du kannst das Light nach links und rechts drehen. Okay. Pass auf, ich mache jetzt eine Performance für dich. Was ist der Curtain hier? Den möchte ich gerne aufmachen. Wow. Okay, ich bin hier auf der Bühne. Hello. Okay. Ladies and Gentlemen, ich möchte euch heute zeigen, warum meine 5 im Sportunterricht unverdient ist. Ich habe hier diesen Basketball bekommen. Mit dem... Der buht mich. Du bist die Lehrerin. Du kannst mich nicht ausbuhen. Die mich ab. Setz mich in die letzte Reihe, dann bin ich cool. Aber der hat eine Pistole. Warte. Ich muss wegrennen. Pistole in der Schule. Evakuation. Das ist nicht gut, Mayday. Aber du musst doch zum Matheunterricht vorher. Ja, Matheunterricht geht keiner rein mit Waffen. Warum würde man freiwillig? Guck mal, wir können sein Pferd stehlen. Oh, der hat auch ein Pferd? Nee, Mist, ich hab mich auf meins gesetzt. Ja, egal. Auf Hashtag. Wie man es ja auch nennt. Warum ist es eigentlich immer Nacht hier? Wir haben schon 6 Uhr morgens. Nase voll. Da kann es langsam auch mal heller werden. Nase voll von Schule. Ich werde jetzt Kindergartenkind. Du bist Kindergartenkind? Ja, vom Lehrer zum Kindergartenkind. Na gut. Stell dir mal vor, so ein Lehrer, der im Kindergarten so rumhängt. Bei den anderen Babys. Gar nicht creepy. Denken sich die anderen Kinder bestimmt, der ist ganz normal. Was? Hast du einen Geheimgang gefunden? Ja, ich habe einen Geheimgang. Warte. Kommst du aufs Dach und Ronja, es wird Tag. Es wird Tag. Yes. Oh, ich bin die Rutsche runtergerutscht. Klasse. Yeah, so nice. Guck mal, wir können Rockstars werden. Oh. Weil ich kann mir die ganzen Sachen nicht leisten, oder? Oh, doch, guck mal, ich habe mich umgezogen. Okay, ja, du siehst schon ganz schön
rockstarig aus mit deinem Sonnenblumen-T-Shirt. Nichts schreit mehr, ich bin ein Rockstar als die Fledermaushose und das Sonnenblumen-T-Shirt. Danke, sag ich ja. Das ist ganz offensichtlich. Haben wir eigentlich unsere Häuser noch oder sind die weg? Warte mal. Ja, lass mal nach Hause gehen. Wir haben die Nacht durchgemacht, wir können jetzt nach Hause. Richtig, wie man das halt so tut. Hier, oh, und das ist aber nicht... Ich hatte so einen Trailer. Deins ist abgebrannt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich hab's ja gelöscht. Du hast gelöscht. Schade. Was schade? Schade. Ey! Das ist jetzt aber nicht fair. Ich hole mir jetzt Hashtag und reite davon. Wenn du möchtest, kannst du mit bei mir wohnen, weil... Nein, will ich nicht, danke. Wir alle wissen ja... Deins ist abgebrannt. Warte, bist du bei dir zu Hause? Ich bin bei mir zu Hause. Kannst du ja, ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. Das ist kein Problem. Ich bin in Haus 11. Du kannst über die Hauscams rübergehen. Hauscams? Ja, ganz oben. Das sind Homecams. Aha. Yes, ich bin bei dir! Yeah! Oh mein Gott, mein Pferd ist weg! No! Okay, oh, du musst, wenn du hier rein möchtest, musst du mir Hashtag geben. Ja, hier nimm. Okay, danke. Das waren aber ein paar Hashtags zu wenig. Das ist nicht dein Pferd jetzt. Ich gehe einfach rein. Okay, dann ist das mein Pferd. Mega schönes Haus, Ronja. Dankeschön, habe ich gerade selber gebaut. Oh mein Gott. Warte, kannst du die Farben ändern vom Sofa, dass du das pink machst? Nee, aber ich kann hier schlafen. Ich kann hier auch ein Feuer anzünden. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee? Ja. Das ist ja so nice. Oh, ich habe voll das gemütliche Schlafzimmer. Ja, mega. Oh mein Gott, das liebe ich. Das ist voll cool. Oh, und das Badezimmer. Warte, ist hier das Badezimmer? Entschuldigung, ich dusche gerade, geh raus. Ja, Entschuldigung, ich wollte gerade aufs Klo gehen. Selber. Ja, aber ich stehe gerade unter der Dusche. Ich will nicht sehen, wie du aufs Klo gehst, Ronja, bitte. Nicht für dich. Hier ist ein Safe. Okay, ich bin wieder weg. Ciao, Ronja. War schön bei dir. Sehr clever. Guck mal in dein Safe rein. Nee. Das finde ich enttäuschend. Ich finde es wild, wie viel man... Was ist das hier hinten? Ist das ein Waschkeller? Habe ich kein Auto? Warte, ich stelle mir jetzt hier ein neues Auto in meine Garage, die mir nämlich gehört, denn ich bin ja Hausbesitzer. Und zwar hole ich mir einen Sportwagen, denn ich bin reich. Ich kann mir keinen Sportwagen holen. Na gut. Schade. Hier, da, Auto, zack, bam. Nein, nein, nicht überfahren. Lass mein Pferd in Ruhe. Okay, wenn ich nicht schneller bin als Hashtag, dein blödes Hashtag, Pferd. Hashtag. Oh mein Gott, du gehst die Tour. Du gehst einfach den Weg. Das ist ja wild. Bam! Junge, mein Pferd kann Sachen, da träumt dein Auto von heute. Ich denke nicht. Mein Auto träumt. Mein Pferd kann zum Beispiel auf Bäume klettern. Kann es das? Ja, ich glaube schon. Hashtag dein Bestes. Guck mal, wie schön ich kann aufs Dach klettern. Nee, siehst du, das kann dein Auto nicht. Da kannst du mit dem Auto aufs Dach klettern, Ronja. Nee, aber ich kann versuchen einzuparken ohne Erfolg. Ist gar nicht so einfach. Kannst du gut parken? Im echten Leben schon, in diesem Spiel nicht. Ist mir jetzt auch egal, so, ich wollte gar nicht einparken. Ich wollte nur, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Warte, bist du mit Hashtag da hochgehüpft? Ja, bin ich vielleicht. Ist der da hoch? Ich komme da gar nicht hoch. Wie bist du da hochgesprungen? Über den Baum? Wie bist du da hochgekommen? Weiß ich nicht, vielleicht ist Hashtag da eben hochgesprungen. Ich bin runtergefallen! Ja, jetzt ist Hashtag immer alleine auf dem Dach. Ich habe meinen Weg in der Pampa stehen lassen, ja? Oh nein, ich muss irgendwie raufkommen aufs Dach. Okay, warte, ich kann mein Auto ranholen. Vielleicht können wir darüber hochspringen. Und dann können wir Hashtag retten. Okay. Ich bin gerade auf dem Hintersitz eingestiegen. Hashtag. Entschuldigung. Ich glaube, das war richtig. Okay, hier, Auto, ja? Zack. Ah, das ist ja ein bisschen zu flach. So flach. Hast du nicht ein höheres Auto? Warte, ich kann ein hohes. Ich kann hier einen Feuerwehrwagen holen. Oh, yes! Warte, wieso können wir die Treppe nicht runter machen? Oh Mist, bin ich da gerade eingestiegen? Entführe ich den jetzt gerade? Nein! Ah, easy! Oh Mann, du lässt dein eigenes Pferd einfach weg auf dem Dach alleine stehen, um mein Feuerwehrauto zu klauen? I don't think so. Mann, aber die Feuerwehr ist doch da, um Pferde zu retten von Dächern oder nicht? Dachte ich auch, so wie mit Katzen von Bäumen. Pferde von Dächern. Wieso geht die blöde Dings nicht runter? Warte mal. Das passiert öfter, als man denkt. Hä? Ich hast du es gesehen? Ich bin gehüpft. Mit dem Auto? Ja, guck mal. Was? Ja, guck doch mal. Ja, guck du doch mal. Wie bist denn du da hochgekommen? Yeah! Ich kann ja Alarmsirene anmachen. Das ist so cool, man kann so viel machen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie meine blöde Dings hochgeht. Guck mal. Wie bist du eigentlich schon wieder aufs Dach gekommen? Ich verstehe das nicht. Ich bin einfach ein schlechter Kletterer. Komm, Hashtag, wir klauen jetzt wieder das Feuerwehrauto. Nein. Doch, ich kann mich mit meinem Pferd zusammen da reinsetzen. Das mache ich jetzt auch.
Geht das? Nein. Warte, was? Nein, mein Pferd springt immer raus. Ja, warum wohl? Das ist ihm zu eng. Ja. Es will vielleicht nicht Feuerwehrauto fahren. Okay, es kann ja durchaus sein. Okay, wollen wir uns gucken, ob wir uns noch ein Eis kaufen oder irgendwas zu essen? Weil ich habe so langsam Hunger. Okay. Und da vorne ist eine Eisdiele. Und da ist ein Krankenwagen. Ich habe Angst, dass er mich überfährt. Das Leben ist gefährlich. Oh nein. Ich bin auch froh, dass wir umgezogen sind, weil unsere Nachbarin konnte uns ja nicht leiden, falls du dich erinnerst. Und warte, hier ist die Polizei. Guck mal. Warte, was? Hier, Polizeidepartment. Ich werde Polizist. Ich bewerbe mich jetzt. Ja, okay. Ich bin jetzt Polizistin. Und hier, ich kann 911 anrufen. Warte mal, wenn ich schon bei der Polizei arbeite. Ja, was gibt's? Jemand hat mein Pferd gestohlen und dann meinen Sportwagen und dann meinen Feuerwehrwagen. Die verdächtige Person ist blond. Hat so leichte Ponysträhnen um ihr Gesicht rum und zwei kleine, ich weiß nicht, die Frisur ist meistens zwei kleine Büschel am Hinterkopf. Warte, das bin ja ich. Hellblaues Oberteil. Ich muss mich selbst verhaften. Nein. Heller Rock. Ab in die Zelle. Ab in die Zelle. Ich muss mich selbst inhaftieren. Okay, bin inhaftiert. Okay. Viel Spaß. Danke, ist cool hier. Ich lass dich jetzt nicht mehr raus, das ist dir schon klar. Ne? Jetzt guck mich nicht an, während ich auf Klo sitze. Ja, okay, sehr unangenehm. Es tut mir leid, ich gehe wieder. Möchte ein bisschen Basketball spielen. Willst du reinkommen? Was möchtest du spielen? Hier. Hm? Basketball. Was machst du da? Ich sag nur, dass du nicht ausbrichst, sorge ich dafür. Komm, nehmen Sie doch mal ein bisschen Kohle hier. Das ist mein Geld! Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ja, genau, Geld geklaut hat sie auch noch. Kriegst du dein Geld auch wieder. Okay, ich lass dich raus. Alter, hast du gerade auf das Ding aus Versehen! Ja, genau. Das kann ja mal passieren. Jetzt gib mir mein Geld wieder. Ciao, war cool mit dir. Nein. Warte, wo bist du hier? Nicht schießen. Du arbeitest nicht mal hier, oder? Ja, ich bin freiberuflicher Polizist. Freiberuflich? Ich inhaftiere dich gleich hier. Waffengebrauch. Illegal. Ja, illegal, schmilligal. Ja, ab nach Hause mit dir. Ja, in so, ich spawn mir jetzt hier meinen Helikopter und dann ciao. Warte, du hast einen Helikopter? Ja. Nein, doch. Ja, hier. Ja, hier. Hier, zack, mein Helikopter. Ciao. Na, das ist ein Skateboard. Ja. Hasta la pasta. Nein. Flüchtige auf dem Weg. Alles geklaut. Das ist auch mies. Also ich habe das Gefühl, in dieser Folge bin ich einfach der Verlierer gewesen. Ja, ich hab alles verloren. Ich habe mein Haus zwar nicht verloren, aber wer weiß, es kommt vielleicht noch. Meine Autos, mein Pferd, mein Geld. Toll. Super. Danke für gar nichts, Easy. Danke für gar nichts. Gut, das war's dann aber mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn wir sowas nochmal machen sollen. Schreibt mir das in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.